Ich glaube, da geht es um den Rig, wenn ich das richtig sehe. Von, ich glaube, Pixel Connect war der Name. Von Pixel Connect. Da bin ich ja mal gespannt. Ich zeige euch heute mein Simrig inklusive der kompletten Ausrüstung und wie ich das Ganze auch gebaut habe. Weil oft genug kriege ich die Frage, mit welchem Lenkrad ich fahre. Ich fühle die Tastatur da hinten und die Halterung finde ich auch sehr schick. Und mit welchem Renncockpit. Fangen wir auch gleich mal beim Simrig selbst an. Das hier ist das sogenannte Pick. Moment, von wann ist denn das Video? Von vor einem Monat. Simrig, das ich mir selbst gebaut habe, Hä? aus Aluminiumprofilen und das Ganze in Zusammenarbeit mit Dolt Mechatronik. Ihr könnt euch dieses Rig natürlich ganz einfach aus verschiedenen Aluprofilen selbst zusammenbauen, aber ihr könnt es auch gerne natürlich als Bausatz kaufen. Gibt es eben bei Dolt Mechatronik, habe ich euch unten in der Ah, cool. Videobeschreibung verlinkt. Und dieses Rig ist jetzt auch bestimmt schon seit, weiß ich nicht, 2 Jahren bestimmt hier im Einsatz und es ist eigentlich genauso stabil wie am ersten Tag. Und das System ist auch noch flexibel wie irre. Ihr könnt nämlich auch jegliche Sitze dran montieren und die auch verstellen, wie ihr sie braucht. An diesem Rig befestigt ist außerdem ein ganz normaler Auto-Sportsitz, den habe ich von Amazon. Das ist ein Tenso R, das war so der günstigste Sportsitz, den ich habe finden können. Und den habe ich über Laufschienen, über die Standardlaufschienen vom Auto, verbunden mit dem Aluprofil. Und damit kann ich bequem ein- und aussteigen. Weiter zum wichtigsten Bestandteil, nämlich dem Lenkrad und dem Lenkradpodest. Also wie ihr seht, ich habe. Damit die YouTube-Kommentare nicht wieder komplett ausrasten, sage ich jetzt nichts. Sonst wird mir nachher wieder bö sonst werden böse Zungen wieder böse Sachen behaupten. Hier ein Fanatec-Lenkrad am Start, das Podium F1 mit Direct Drive. Ich benutze entweder dieses Lenkrad oder das Fanatec DD Pro, weil es eben PlayStation-kompatibel ist, aber auch kompatibel mit PC oder auch der Xbox. Und auch das ist über ein Aluminiumprofil an der Unterseite hier befestigt und das hält auch entsprechend die Kräfte vom Force Feedback richtig gut aus. Genaueres zu diesem Simrig und wie ich das gebaut habe, das zeige ich euch in einem eigenen Video. Verpasst das also nicht. Ich finde das schön, dass er sehr wenig Platz hat. Also nicht schön, dass er wenig Platz hat, aber das schön, dass er mit dem wenigen Platz, den er hat, das gemacht hat. Ich persönlich, also ich habe damit ja auch hier angefangen, mit der Schiene da oben drauf. Ich persönlich bin davon nicht so ein großer Fan. Dann habe ich hier einiges an Anbauteilen dran. Das erste, was ich hier dran habe, ist eine Tastaturhalterung. Die habe ich mir auch selbst gebastelt und eigentlich ist Cool. das ursprünglich hier, das ist Gestell, eigentlich eine Monitorhalterung Oh. für einen Schreibtisch. Aber ich habe das unten anmontiert an die Aluprofile und hatte hier noch einen Überrest von einer alten Laminatplatte. Das habe ich dann da unten angeschraubt und das ist eben Das ist wirklich clever. meine Tasturhalterung, Das die ist ich cool. auch entsprechend positionieren kann. Auf der anderen Seite habe ich noch so eine Art Mauspad und das ist eigentlich auch eine alte Laminatplatte, die ich dann auch direkt mit dem Aluprofil verbunden habe. Das würde mich persönlich immer stören, weil ich da mit den Knie rangehe. Ich brauche übrigens Maus und Tastatur einfach deswegen, weil ich natürlich beim Streamen am PC natürlich das Ganze steuern will über Maus und Tastatur. Streaming ist ein gutes Stichwort, denn hier drüben haben wir ein Mikrofon, mit dem ich streame, beziehungsweise wo ich zumindest den Ton übertrage, wenn. Ich persönlich würde da drinnen wirklich Platzangst kriegen, weil das so komprimiert alles und so nah dran ist. Hier würde ich ständig mit den Beinen gegenhauen, da würde ich mit den Beinen gegenhauen, hier würde ich mit dem Arm gegenhauen. Hätte ich ein bisschen Angst vor. Wenn ich im Simrig sitze, das ist ein Blue Yeti, das ich auch auf so einen Gelenkarm drauf montiert habe. Der Gelenkarm ist natürlich auch wieder am Aluminiumprofil befestigt und damit kann ich das Mikrofon hinschieben, wie ich es gerade brauche. Und wo wir schon hier unten sind, schauen wir uns auch gleich noch die Pedale an. Das sind Fanatec ClubSport V3 Pedale inklusive Brake Performance Kit, damit ich noch mehr Druck auf der Bremse drauf habe. Und wie ihr seht, die habe ich dezent asymmetrisch montiert. Ich habe die ein bisschen versetzt nach links. Einfach deswegen, weil ich meistens sowieso nur Gas und Bremse benutze und nicht so oft eben die Kupplung. Dann werfen wir noch einen Blick hinter das Simrig, wo ein wenig das Chaos herrscht. Denn bei so einem Simrig sind extrem viele Kabel, die überall verlegt werden wollen. Und da kämpft ihr ganz schön dagegen an, dass sich hier nicht alles verknotet. Ich habe hier beispielsweise erstmal eine große Steckdosenleiste. Ich habe hier kleine. Mit der kannst du nichts machen eigentlich, weil eine Steckdosenleiste reicht irgendwann nicht mehr.
Nicht mal ansatzweise. Kleine Soundbox für den Fall, dass ich den Sound mal über Lautsprecher hören will und nicht über Kopfhörer. Da hinten seht ihr noch die großen Netzteile von den Fanatecs. Und was man auch noch sieht, sind diese weißen eckigen Kabelkanäle. Damit könnt ihr nämlich Kabel überall verlegen, ohne dass sie sichtbar sind. Und ich benutze die hier eigentlich hier rundum in diesem Raum und verlege einfach quasi hier unten vor allen Dingen Netzwerkkabel oder Stromkabel, dann sind die ein bisschen besser aufgeräumt. Zudem benutze ich auch noch... Warte mal, war Netzwerk und Strom zusammen, war nicht gesund, ne? Also Daten und Strom? Ich bin mir gerade nicht so flexible sicher. Flexible Kabelkanäle sowie viele, viele Kabelbinder. Denn vor allen Dingen im Fußraum wollt ihr keine Kabel haben, die irgendwo im Weg sind. Vor allen Dingen, wenn ihr mit Pedalen agiert. Hier hinten seht ihr außerdem noch mein Monitorkonstrukt. Das... Oh. Ja, richtig geil, so richtig schön DIY. Das finde ich total nice. Eben auch auf diesen Aluprofilen basiert und mit dem man auch relativ gut Monitore anmontieren kann. Ich habe jetzt meinen Hauptmonitor, den hinteren, mit so einem VESA-Adapter anmontiert und der vordere Monitor, das ist mein Zweitmonitor, der ist eben mit so einer Aluminium-Adapterplatte montiert. Und wenn wir hier rüber schwenken, sehen wir außerdem so ein Gelenk, das verbunden ist mit meiner Facecam, also mit meiner Cam extra für das Simric. Das ist eine Opspot Tiny Cam, die auch tatsächlich mit einem Gimbal montiert ist und die Kamera kann man dadurch frei drehen. Die kann man auch per Software entsprechend hin und her fahren lassen. Super praktisch. Und damit kommen wir auch gleich zu den Monitoren. Als Hauptmonitor habe ich ein BenQ EX3210U. Das ist ein 4K-Monitor mit 144 Hertz. Der ist nicht curved, der ist flat und er hat eine Diagonale von 32 Zoll. Und den habe ich direkt hinter mein Podiumlenkrad montiert, dass quasi der Abstand so gering ist wie möglich, dass ich so nah wie möglich am Renngeschehen dran bin. Und mit dem bin ich echt zufrieden. Der hat ein schönes HDR-Bild, der hat kräftige Farben. Und oft werde ich auch gefragt, welchen Monitor ich empfehlen kann. Einerseits natürlich den EX3210. Es gibt aber auch von Samsung gute Monitore, Odyssey G7 beispielsweise. Ebenso der Sony InZone M9 Monitor, den hatte ich in meinem Test da. Das ist auch ein verdammt guter Monitor inklusive Local Dimming. Allerdings ist der ein bisschen teuer. Und dann habe ich ja noch, wie erwähnt, einen zweiten Monitor dran. Das ist ein Kontrollmonitor, vorrangig natürlich dafür, wenn ich live streame, dann habe ich hier den Chat im Blick und auch natürlich OBS im Blick, damit ich eben neben dem Racing eben auch gucken kann, was gerade live abgeht. Der Monitor ist übrigens verbunden mit meinem PC, der quasi im anderen Eck hier steht, mit einem doch relativ ausladenden HDMI-Kabel. Und Verkabelung ist auch ein gutes Stichwort, denn wie erwähnt, ich habe hier hinter dem Sitz einen Kabelkanal verlegt, der dann in einen halbrunden Kabelkanal mündet, der quasi zu meinem Haupt-PC führt. Und weil ich eben so gut drauf bin, habe ich auch noch einen eigenen PC. Das ist mein Gaming-PC. Weil ich so gut drauf bin? Na, dann bin ich ja mega drauf. Das ist ja auch geil. Weil ich so gut drauf bin. Den ich auch gleichermaßen einsetze, sei es jetzt am Schreibtisch oder am Simric. Und da bin ich eben flexibel, auch wegen den Monitoranschlüssen, weil ich teilweise natürlich das Bild von meinem Hauptrechner benötige und teilweise das Bild von meinem Gaming-Rechner. Und das Ganze muss ich auch noch capturen, das heißt, ich muss hier viele Kabel hin und her verlegen, damit das alles funktioniert. Und so kann ich am Gaming-PC entweder am Simric zocken oder am Schreibtisch am anderen Monitor zocken. Dann ist vielleicht noch interessant, was hinter mir sich befindet, denn da habe ich einiges an Zubehörteilen für meine Sim-Racing-Lenkräder. Sei es jetzt Kabel, Befestigungen, Tischklemmen und so weiter. Also mein innerer Monk kriegt die absolute Krise. Und immer griffbereit habe ich eine Sammlung an Schrauben und Muttern sowie passendes Werkzeug. Einfach deswegen, weil ich andauernd rumbastle und mir neue Dinge ausdenke und dann muss man hier gleich wieder irgendwas Neues verschrauben, irgendwas Neues anbauen und hat man alles gleich griffbereit. Und das finde ich ja cool, dass er seinen Verstärker da unten dran hat. Also er hat wirklich sehr viele schöne Goodies dran. Also so Kleinigkeiten, die man sich theoretisch kaufen könnte bei Firma XY und er hat das selber sich ertüftelt. Finde ich cool.
Jetzt habe ich hier etwas montiert, was man gar nicht sieht, denn es befindet sich unter dem Sitz. Badkicker? Ich habe hier einen kleinen Mini-Verstärker dran. Ah, der ist verbunden mit zwei Bass-Shakern, die an der Unterseite positioniert sind vom Sitz. Wozu sind die gut? Die erzeugen Vibrationen am Sitz. Und zwar für ein haptisches Feedback am Körper. Und dazu benötige ich auch den PC, denn dieser Mini-Verstärker, den kann ich ansteuern per USB mit den entsprechenden Effekten. Ein eigenes Video genau dazu kommt noch, denn das Ganze funktioniert auch auf der Konsole mit Gran Turismo. Oh, cool. Und dann kommen wir noch zu meiner Wanddeko, die ja nicht weit mehr ist als nur Deko, sondern das ist eigentlich, ja, wie soll ich sagen, eine funktionale Wand. Das da hinten, das ist eine Blechplatte, das ist eigentlich eine Werkzeugwand, die man eigentlich für die Werkstatt benutzt, um dort Werkzeuge zu montieren, deswegen ja auch gelocht. Und daran habe ich meine Lenkräder befestigt, die ich am meisten benutze. Denn, das bringt mich gleich zur nächsten Frage, oft werde ich gefragt, welche Lenkräder ich benutze. Also vorrangig natürlich Podium F1 Basis und dazu das mitgelieferte Wheel. Das ist im Grunde ein Formula 2.5 Wheel. Oft wechsle ich aber auch mal auf das McLaren GT3 Wheel, auch ein hervorragendes Lenkrad, vor allem für die GT-Klassen. Dann das offizielle Gran Turismo Lenkrad, das ist ja beim DD Pro dabei. Und was ich beim Rallye-Fahren vor allen Dingen gerne fahre, ist das BMW Wheel, weil es einfach einen runden Lenkerkranz hat und schön groß ist und schön griffig ist. Und zur Befestigung an die Lochwand habe ich extra mehr solche Adapter geholt, das ist auch ein 3D-Druck, den habe ich von eBay, womit man den Schnellverschluss der Fanatec Lenkräder anschrauben kann, cool. Einfach an eine Wand oder an irgendwas anderes. Außerdem habe ich, bevor ich die Werkzeugwand hier montiert habe, noch LED-Lichtstreifen hinten dran montiert, das sieht man. Und die kann ich eben auch ansteuern. Ich habe dazu auch hier einfach die Fernbedienung dazu und kann hier eben beliebig irgendwelche Farben dafür wählen. Mit den Haken an der Werkzeugwand kann man natürlich auch allerlei Zeug unterbringen. Beispielsweise hier habe ich noch einfach... Das wäre mir persönlich auch zu nah. Also da würde ich ständig gegenkommen. Meinen Controller hier dran. Ich habe verschiedene Verlängerungskabel, die hier dranhängen, damit ich die anschließen kann und schnell umstecken kann, weil ich muss in meinem Setup sehr viel hin und her umstecken. Ich hoffe für dich, dass du das bald nicht mehr musst. Ich habe hier meine Racing-Handschuhe, das sind eigentlich Motocross. Absolut, Kyland, absolut. Also ist auch keine, das ist ja so ein persönliches Ding. Ne? Also nur weil jemand jetzt keinen Platz hat oder sich das so baut, heißt das ja nicht, dass das Quatsch ist oder Käse oder was auch immer. Das ist ja für seine Zwecke ist das ja das Optimum. Handschuhe von O'Neill. Ich habe hier eine iMac-Tastatur, die benutze ich ehrlich gesagt per Bluetooth-Verbindung an der PlayStation, funktioniert auch hervorragend. Und hier hinten, das sieht man fast nicht, habe ich noch das Sony H9-Headset, das benutze ich eben, wenn ich im Party-Chat mit anderen Leuten unterwegs bin, sehr gerne. Und nicht zuletzt, hier oben seht ihr noch einen 3D-Druck von der Grand Prix-Strecke vom Nürburgring und sowie von der Nordschleife. Die beiden Teile habe ich. Das ist auch so, jeder hat so ein Ding, ne? Gefühlt. Jeder hat die Nordschleife an der Wand? Von Spider erhalten. Dankeschön dafür. Und nicht zuletzt, was ihr auch noch seht, ist eine kleine Handyhalterung, womit ich ein Dashboard für Gran Turismo benutzen kann, damit ich immer cool. meine Daten, Gang, Geschwindigkeit und vor allen Dingen Reifentemperatur im Blick habe. Und wie das geht, das ist auch wieder ein Thema für ein ganz anderes Video. Und damit man auch noch sieht, was für ein fescher Bub ich bin in den Livestreams, habe ich hier natürlich auch dann auch noch ein weiteres Licht, das ich hier an die schräge Decke anmontiert habe und das ich auch einstellen kann, heller oder dunkler, je nachdem wie viel Licht ich gerade brauche. Und das ist mein aktuelles Setup. Die ganzen erwähnten Produkte findet ihr unten in der Videobeschreibung. Und verpasst auch nicht das Video zum Thema Setup hier. In diesem Sinne, gute Fahrt, meine lieben Leute. Dankeschön. Dir auch gute Fahrt. Und vielen Dank fürs Teilen. Okay. Kommt mal mit. Ich könnte mir, manchmal kann ich mir stundenlang angucken, wie Leute ihre Rigs, Sim-Rigs bauen und damit Sachen machen. Das ist total geil. Da kann man sich immer total viel Inspiration holen. Und nochmal, dafür, dass er jetzt wirklich so wenig in Anführungsstrichen Platz hat, ist da alles drin. Das ist cool.